Hier sehen wir die Formeln für die Berechnung von parallel geschalteten Widerständen. Die Standardformel ist bei zwei Widerständen noch sehr einfach, wird aber dann sehr schnell komplex. Ich bevorzuge die zweite Form. Es ist eine einfache Formel, die auch bei beliebig vielen Widerständen sehr gut verständlich ist. Ich zeige hier an einem Beispiel mit drei Widerständen, wie sich die Berechnung mit einem Taschenrechner sehr einfach durchführen lässt. Und das ist die Taste, die uns das Leben erleichtert. Wir versuchen es jetzt einmal. Was wir zu berechnen haben, ist der einen Widerstand 2 Kiloohm. Dann nehmen wir diese Reziprok-Taste plus 5 Kiloohm, auch wieder reziprok, plus 8 Kiloohm, auch wieder reziprok, das berechnen wir. Das gibt 0,825. Wie kommen wir jetzt auf diesen 0,825 auf den richtigen Widerstand? Es ist ganz einfach, nochmals diese Taste drücken. Dann haben wir 1,212121 Ohm. Jetzt können wir einmal überprüfen, ob das Resultat stimmen könnte. 100 Volt geteilt durch 1,212121 gleich 82,5 mA. Das war genau dieser Wert, den wir vorher im Simulator ermittelt hatten.